Hi ihr Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Part Soul Mask. Im letzten Part haben wir ja das kleine Häuschen gebaut am Strand und in diesem Part möchte ich euch dazu noch ein bisschen was erzählen und ich zeige euch, wie man Stammesmitglieder für sich rekrutieren kann. Also Leute, viel Spaß und let's go! Ja Leute, ihr könnt euch bestimmt daran erinnern, dass ich an diesem Strandabschnitt mein Häuschen gebaut habe. Und jetzt ist seit dem letzten Part ein bisschen was passiert. Und zwar habe ich mich hier ein etwas größeres Häuschen hingebaut. Und daneben so ein, ja, kleines oder kleine Bungalow, wo das Leuchtfeuer drin steht. Für alle, die dies nicht wissen, möchte ich jetzt ganz kurz erklären, was dieses Leuchtfeuer zu bedeuten hat. Es ist so, sobald ihr ein Haus baut, verfällt dieses Haus. Und ihr könnt es quasi nur schützen, indem ihr ein Leuchtfeuer baut. Ja gut, warum habe ich denn dieses Leuchtfeuer jetzt hier eingebaut? Hat folgenden Grund, weil es tatsächlich auch ausgeht, wenn es regnet. So ist es geschützt, es kann nicht ausgehen. Und genau, das Leuchtfeuer hat natürlich auch wieder ein paar Eigenschaften. Und zwar, na klar, ich kann es abreißen, versetzen, demontieren. Ich kann es aber auch aufwerten. Dafür fehlen mir aber aktuell die Materialien. Dann können wir hier auch unseren Charakter umgestalten, sollten wir neue Haare möchten und so weiter. Wir können Stammesmitgliedern die Arbeit zuweisen, es umbenennen oder den Bereich festlegen. Und wir können festlegen, welche Brennstoffarten Stammesmitglieder hinzufügen dürfen. Jetzt machen wir mal Bereich anzeigen. Und dann seht ihr hier diesen grünen Schleier oder diese grüne Linie, die jetzt hier um das Leuchtfeuer herum ist. Das ist quasi der Bereich, der vom Leuchtfeuer geschützt ist. Und wenn ich dann auch an meine Hütte hinlaufe, steht da auch da Leuchtfeuerschutz aktiv. In dem Moment, in dem ich das Leuchtfeuer gebaut hatte, habe ich eine Meldung bekommen, dass ein Herumstreicher bei mir ist und ob ich ihn in mein Lager aufnehmen möchte. Ich habe dann gesagt, ja klar, möchte ich. Und seitdem habe ich quasi mein erstes Stammesmitglied. Und ich schätze, das ist wahrscheinlich bei jedem von euch so. Genau, sie heißt nach wie vor Herumstreicher. Wenn ihr also einen Namen für sie habt, dann schreibt ihn gerne in die Kommentare, dann können wir sie auch umbenennen. Ja, was habe ich denn mit ihr jetzt schon gemacht? Wir können auch bei ihr das Menü öffnen und dann hier auch ihr Inventar anschauen, kämpfen. Und hier ganz wichtig die Stammesmitgliedarbeit. Da könnt ihr hier ganz viele verschiedene Sachen einstellen. Was ich eingestellt habe, ist, dass sie in der Wildnis sammeln soll, und zwar Holz, und es dann ins Leuchtfeuer tun soll. Und sie soll natürlich auch das Leuchtfeuer warten. Das bedeutet quasi, dass sie automatisch für den Lagerunterhalt zuständig ist und beschädigte Gebäude repariert und dem Leuchtfeuer automatisch Brennstoff hinzufügt. Denn es darf niemals ausgehen. Also wirklich niemals nie. Und wenn ihr seht, ich habe jetzt 26 Baumstämme, 20 Zweige und 7-mal Baumrinde, reicht für ja 2,5 Stunden. Und das ist natürlich nicht viel. Deswegen sollte die Gute jetzt mal gucken, dass sich hier ein bisschen weiter sammelt für uns. Gehen wir doch mal ins kleine Häuschen. Das sieht jetzt so aus. Ich habe hier wieder mein Bett hingestellt und zwei von den Strohmatten, weil da saß sie nämlich auch gerne drauf. Hier ist natürlich auch der Schreinertisch. Hier habe ich eine kleine Holztruhe schon gebaut. Und genau, ja, das ist halt jetzt erstmal so mein kleines, feines Häuschen. Kann man noch beliebig erweitern. Und ja, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich das wieder ausmachen kann. Bereich ausblenden. Jetzt ist es wieder aus. Gibt es denn sonst noch was, was ich euch hier zeigen möchte? Eigentlich nicht. Ich denke, dass ich soweit zu dem Leuchtfeuer alles gesagt habe. Und dann wollte ich euch ja zeigen, wie man Stammesmitglieder rekrutieren kann, auch ohne dass sie quasi als Herumstreicher bei euch sind. Jetzt muss ich nur mal kurz ins Inventar gucken und mir hier vielleicht wieder meinen Holzspeer hinmachen. Dann kann ich natürlich noch was essen und dann verbinde ich mich noch kurz. Und dann gehen wir mal davor, denn ich habe gesehen, dass hier bei dem Lager oder beziehungsweise dass hier auch gleich ein Lager ist mit ja, Feinden in Anführungsstrichen. Wo war es denn jetzt? Hier müsste es sein. Genau, da sitzen sie. So,
Oh, und sie hat mich gesehen. Ich gehe jetzt mal wieder zurück. Jetzt ist sie böse auf mich. Alles klar, das war so jetzt nicht geplant. Dann gehen wir mal hier rauf, denn da kommen sie nicht hin. Na, kommt her. Nicht wieder weglaufen. Na gut. Also, wir können aber uns eine mal ranziehen. Und zwar mit F schmeiße ich den Speer und mit F hole ich ihn auch wieder zurück normalerweise. Ja, genau. Jetzt liegt sie am Boden. Das war jetzt nicht der Plan. Ich wollte die eigentlich. Aua. Gut, das ist natürlich typisch. Sie ist Level 4, sie ist Level 5. Dann wäre es eigentlich sinnvoller, wenn wir uns. Aua, bist du deppert? Den Level 5er holen. Kommen die da rauf? Ja, komm halt her. Hast mich gesehen? Dann los. So. Hey, wieso hauen sie wieder ab? Nein, 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 nein. Hallo, stopp. Gut, das ist jetzt natürlich wieder der blöde Vorführeffekt. Lasst mich mal schnell gucken, ob ich mir zufälligerweise Bandagen machen kann. Dann mach doch mal alle davon. Verbind mal uns. Und düsen jetzt wieder hin. Wir müssen jetzt die eine auf jeden Fall mal platt machen. Welches war denn jetzt der Level 5er? Hier. So. Na komm, mach sie mal platt jetzt. Geh doch nicht weg ständig. Halleluja. Na los, komm doch her. Kommst her. Oh no, die kann da tatsächlich drauf. Ich möchte sie. Nee, warte mal. Wer war jetzt 5? Die. Shit. Verbinden? Nein. Okay. Bist deppert. So, jetzt können wir E drücken. Ach scheiße, jetzt hat sie mich tatsächlich erwischt. Mann, gerade wollte ich noch E drücken. Bist du deppert? Okay, jetzt macht sie mich kalt. Das ist so typisch der Vorführeffekt. Wir starten natürlich wieder vom Leuchtfeuer. Blöd. Jetzt muss ich nämlich eigentlich erstmal wieder mein Zeug aufheben. Ja gut, wird schon irgendwie. Oh, wieso sind sie denn jetzt da? Okay, ich gehe mal hier so lang. Sollte ich vielleicht irgendwie drankommen, denke ich mal. So, und das ist das, was ich gemeint habe. E klicken und gleich T, dann habt ihr wieder alles auf seinem Platz. Komm her. Komm hoch, du blöde Kuh. Kannst jetzt nicht, oder was? So. Ach. Okay, das war jetzt wieder blöd. Jetzt habe ich sie quasi zu viel getroffen. Da muss man echt aufpassen irgendwie. So, jetzt ist sie einschüchterbar. Jetzt verbeugt sie sich vor uns und wir drücken E, um sie eben einzuschüchtern. Und jetzt liegt sie da. Wenn ihr jetzt auf ihr Inventar geht. Und ihr, haben wir hier eine Suppe? Ja, und ihr eine Suppe gebt, dann isst sie die jetzt. Und ihr seht bei Anerkennung ganz unten, dass es steigt. Und es muss auf 500 steigen, damit ihr sie quasi rekrutieren könnt. Und es tut es von ganz automatisch. Das dauert vielleicht 10 Minuten oder so oder 15 Minuten. Und ihr braucht nur eine einzige Suppe. Nicht irgendwie hunderte, sondern eine reicht. Und das wird halt jetzt immer weiter hochgehen. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass die Hydration irgendwie stimmt und so. Aber ja, ich denke, das passt jetzt erstmal. Und dann gucken wir doch mal, was sie hier in der Truhe hat. Nehmen wir uns doch alles mit. Nüsse, Pilzsuppe, Bandage. Einwandfrei. Ich kann sie jetzt auch nehmen. Und dann tragen wir sie doch mal zu unserem Lager. Leider kann man nicht schnell laufen, wenn man sie auf den Schultern hat oder ihn, wen auch immer. Bringen wir sie jetzt quasi zu ihrem neuen Zuhause.
Und dann kann sie nämlich auch arbeiten, wenn es dann endlich mal so weit ist, dass sie uns folgt. So, und sie tanzt hier am Feuer. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen blöd aus, dadurch, dass ich es eingebaut habe, aber das hat sie in der Nacht schon gemacht und irgendwie finde ich es ganz cool. Gut, ich trage sie mal ins Haus, kann sie nämlich auch nicht weglaufen. Und mit R könnt ihr sie absetzen. So, und ihr seht schon, sie hat jetzt 33 Anerkennung, 35. Das steigt jetzt so langsam und dann warten wir mal, bis sie 500 hat. Wir könnten jetzt in der Zeit uns A erstmal verbinden. Ich habe doch hier auch diese Premium-Bandagen. Die legen wir uns mal auf die 5. Und dann können wir doch eigentlich gleich mal gucken, dass wir vielleicht noch irgendwo jemanden finden, den wir gleich noch rekrutieren können. Wie sieht's aus mit meinem Trinken? Passt alles. Also ich weiß, wenn wir nach da gehen, dann waren da auch welche. Ich kann euch leider nicht sagen, was für eine Respawn-Time die haben am Leuchtfeuer, aber es sitzen dann immer wieder welche da. So, ich glaube, dass doch eigentlich hier irgendwo noch welche waren. Ja, da. Da hockt sich schon jemand hin. Eine oder zwei sind wieder zwei. So, welches Level sehe ich noch nicht? Kommt mal her. Ja, ist ja gut. Was bist denn du? Hörst du mal auf? Ich möchte doch sehen, was du für ein Level hast. Level 1. Also den machen wir weg. Und dann haben wir sie. Na, bist du schon einschüchterbar, Mädel? Jetzt hat. Los, einschüchtern. So, das hat jetzt natürlich besser geklappt. Denn, wo ist der Typ? Schauen wir natürlich, was er dabei hat. Nehmen wir alles mit. Kiste natürlich darf man auch nicht vergessen. Hallo? Nehmen wir auch alles mit. Und dann kann sie erstmal mitkommen, beziehungsweise schmeißt sie mal nochmal hin. Müssen wir ihr ja zuerst mal Suppe geben. Kann man das aufteilen? Sie braucht nur eine. Das nehmen wir mit. Und dann muss man auf E drücken, dass sie es isst. Und schon steigt die Anerkennung. Ja, sehr schön. Dann bringen wir sie jetzt auch zurück. Und dann gucken wir mal, wie weit die andere so ist. Ach ja, was ich noch zu dem Leuchtfeuer sagen wollte. Also, ich hatte ja am Anfang auch keins und mein Gebäude war zwar auch auf dem Verfallsstatus, aber man konnte tatsächlich die Gebäudeteile auch reparieren. Das heißt, ich glaube, wenn das Leuchtfeuer tatsächlich mal ausgehen sollte, dass es dann nicht ganz so schlimm ist. Und ihr müsst es halt dann beim nächsten Mal einfach wieder anmachen. Aber bei mir ist jetzt nichts weg gewesen oder so. Und ich habe ja immerhin auch ein paar Tage lang nicht gespielt. Deswegen, ja, wollt euch jetzt damit nicht irgendwie großartig Angst machen oder so. Ja, was mache ich denn? Ich wollte dich hinlegen. Und kurz mal die Gegenstände ansehen, denn ich habe bei ihr vergessen, E zu drücken. So, jetzt hat sie nämlich auch wieder Hydration und jetzt geht es auch schneller mit der Anerkennung. Ihr seht schon, wir sind bei 158, sie ist bei 55, Sättigung passt bei beiden. Guck mal, sie ist voll klein und sie ist hingegen irgendwie voll groß. Naja gut, dann warten wir jetzt mal, bis die Anerkennung gestiegen ist bei beiden, bis sie voll sind und dann zeige ich euch, wie das so aussieht. Was ich euch noch dazu sagen muss, zu den Arbeitsaufgaben von den NPCs bzw. Stammesmitgliedern. Sie haben natürlich auch ein Inventar. Da gehen wir mal rein und ihr seht, sie hat zum Beispiel hier auch eine Steinaxt und so weiter und die ist jetzt kaputt. Das heißt, sie kann aktuell keine Bäume mehr fällen und deswegen braucht sie natürlich eine, die funktioniert.
So, jetzt hat sie wieder eine, die funktioniert und jetzt kann sie auch tatsächlich weitergehen, was sie jetzt auch tut und ihrer Arbeit nachgehen. Da müsst ihr halt wirklich immer auch ein bisschen darauf achten, dass die Leutchens keine kaputten Werkzeuge haben. So, jetzt fällt sie da hinten den Baum und bringt es ins Leuchtfeuer. Genau, das ist quasi ihre Aufgabe. Was die anderen zwei dann machen, das müssen wir uns noch überlegen. Wir sind jetzt aktuell bei 264 und 167. Dauert also noch ein kleines bisschen. So, die gute Dame ist jetzt gleich fertig. Wir sind bei 500 und jetzt kann ich ihn rekrutieren, indem ich E klicke und dann hier drauf. Und jetzt steht sie hier, die gute ausgestoßene Level 4. Ja, wir werden ihr natürlich jetzt auch gleich eine Aufgabe zuweisen. Und zwar Stammesmitglied Arbeit. Wir sagen ihr, sie soll in der Wildnis sammeln. Arbeitsort, Leuchtfeuer. Arbeitsziel Ernten, Menge unbegrenzt und der Lagerort ist die kleine Holztruhe. So, wir werden diese Arbeit speichern und dann nochmal in ihr Inventar reinschauen, weil sie fürs Sammeln vermutlich ja eine Steinsense braucht. Das heißt, die gebe ich ihr mal und dann müsste sie eigentlich losdüsen, was sie ja auch macht. Und geht jetzt sammeln. Und alles, was sie sammelt, packt sie uns hier in diese kleine Holzkiste. Das ist sehr nice, denn man braucht tatsächlich wirklich schon viel, um zum Beispiel so ein größeres Häuschen zu bauen, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Also da farmt man schon ein bisschen und deswegen ist es ganz chillig, wenn man eben auch hier ausgestoßen hat, die einem helfen. Also Leute, nur noch mal so nebenbei, wir brauchen jetzt drei Namen. Also überlegt euch mal coole. Ist jetzt mittlerweile dunkel. Ich könnte mich ja in der Zeit vielleicht einfach mal ins Bett legen und meine Moral ein bisschen stärken. Was jetzt schon passiert ist, sie ist bei 482, dauert also auch nicht mehr ganz so lang. Ja, genau. Blenden wir das wieder aus, weil das stört. Und was auch noch ganz geil ist, beziehungsweise, ja gut, wenn ich es jetzt hier so sehe, ist es nicht geil, aber wenn ich auf die Karte gehe und ich weiß ja zum Beispiel, ich habe hier das eine Lager und hier das eine Lager, dann kann ich mir mit R eine neue Position erstellen. Und das finde ich eigentlich ganz geil, weil ich so halt immer weiß, hier ist ein Lager, da ist eins oder da habe ich das gefunden und da habe ich das gefunden. Aber wenn ich das dann so sehe, gefällt es mir tatsächlich auch wieder nicht, wenn es die ganze Zeit so eingeblendet ist. Ich weiß nicht, ob man das ändern kann, da muss ich mich nochmal informieren. Ja, genau, so ist es auf jeden Fall. So, was macht sie? Sie sitzt jetzt hier und chillt ihr Leben. Die müssen sich ja auch ausruhen. Schauen wir doch mal ganz kurz ihre Gegenstände an. Und ihr seht, hier die Steinaxt ist schon wieder kaputt. Sie hat aber jetzt hier noch eine. Ich weiß nicht, ob sie die jetzt gesammelt hat. Oder ob sie sich die genommen hat, denn ich habe hier tatsächlich zwei reingelegt. Oder war es dort? Ja, und sie hat sich tatsächlich eine rausgenommen. Das ist auch sehr gut zu wissen. Craftet am besten ein bisschen Werkzeug vor, damit die auch immer, wenn es kaputt ist, sich das wieder nehmen können, weil ich tatsächlich nicht weiß, ob sie es denn von selbst auch reparieren würden. Das heißt, ich repariere die jetzt auch und packe die dann auch nochmal in die Kiste. Dann sind da auf jeden Fall zwei davon. Und genau, also bei ihr ist es wichtig, dass sie immer was hat, weil sie ja eben fürs Leuchtfeuer zuständig ist. Aber bei den anderen beiden, mein Gott, wenn die da jetzt mal ein bisschen nichts sammeln in der Wildnis, ist jetzt auch nicht so dramatisch. So, sie hüpft da fleißig in der Gegend rum. Bist du jetzt auch endlich mal fertig? Ja, ich kann sie rekrutieren. So. Und wir haben ein Achievement Wachstums des Stammes. So, ich möchte aber dir auch eine Arbeit zuteilen. Und zwar möchte ich, dass du. Dann soll sie halt mal Bergbau machen. Arbeitsort auch so ums Leuchtfeuer herum. Und bitte auch in die kleine Holztruhe. Das speichern wir uns wieder.
Und dann muss ich aber nochmal in ihr Hauptmenü, in ihr Gegenstandsmenü, denn sie braucht ja auch eine Spitzhacke. Super. Dann kann sie eigentlich auch losdüsen. Sie sagt, ich muss etwas essen. Hey, mach doch nicht die Tür vor meiner Nase zu. So, und so holt sie Steine. Gut, wunderbar. Dann haben wir jetzt 3 von 3, die wir jetzt aktuell rekrutieren konnten. Ja gut, ich denke, dass wir diesen Part dann vielleicht etwas kürzer machen werden als eigentlich geplant. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie lang genau er ist bei meiner Aufnahmedauer. Jetzt gucken wir mal. Ja, sie ist jetzt auch am Tanzen. Schade, dass sie nicht hier reingehen dafür. Aber gut, Leute, dann habe ich euch das gesagt, was ich euch sagen, zeigen und erklären wollte. Und dann würde ich sagen, dass wir vielleicht auch im nächsten Part einfach nochmal erkunden gehen und zu schauen, was alles so in dieser wunderschönen Spielwelt auf uns wartet. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich freue mich schon sehr auf die neue Folge, auf die nächste Folge. Schreibt mir 3 Namen in die Kommentare für die 3 Mädels und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.